Hallo, Servus, Grüezi, Privet. Na, wie geht's euch? Gut? Ich hoffe gut. Ja. Mir geht's auch gut. Ich will gleich mit dem Patch anfangen. Ich habe schon ein bisschen was gelesen. Die haben jetzt das komplette Gebiet ist jetzt Chaoszone. Außer Wüste natürlich. Das habe ich mal kurz gelesen. Da soll es wohl Schwierigkeiten gegeben haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, also ich könnte mich jetzt nicht. Also. Ich weiß nicht genau, welche. Was da für Schwierigkeiten. Was wollte ich eigentlich jetzt gerade noch? Ach, ich lese ja das nochmal. Also Änderungen mit dem Update vom 10. Mai 22. Chaoszone, so war es ja vorher. Waren ja nur das östliche und südliche Gebiet. Jetzt ist komplett. Im Laufe der Geschichte von Media treffen die Abenteurer während ihrer Reise auf Hadums Reich. Hadums Reich ist ein Ort, der andere Belohnungen als Elions Reich und eine Chance auf Wachstum bietet. Allerdings hat die Auswertung der Spieldaten ergeben, dass viele Abenteurer zum Zeitpunkt der Öffnung von Hadum in Sorge gerieten. Die Hauptquest wird zwar in Elions Reich bis Valencia durchgeführt, aber um in Hadums Reich zu gelangen, das der jeweiligen Kampfkraft entspricht, ist die Rückkehr in bereits bereiste Gebiete notwendig. Diese Aufteilung muss einige Unannehmlichkeiten bereitet haben. Ja, also, ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn man die Hauptquest nicht macht, dann waren wir ja nicht in dem Gebiet, aber... Vielleicht machen es einige ja gar nicht. Also ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß jetzt nicht. Also auf mich hat es nicht zugetroffen. Daher wollen wir dafür sorgen, dass ihr euch an der Geschichte der Hauptquest erfreuen könnt und die Gelegenheit, die Hadums Reich bietet, nutzen könnt. In diesem Sinne haben wir West- und Nordvalencia, die trotz der Erscheinung von Chaos getrennt waren, ins Chaosreich eingegliedert. Das Chaosreich, das sich über ganz Valencia erstreckt, wird eure Reise um einiges erleichtern. Wir hoffen, dass dies eine neue Chance für euch sein wird, Hadums Reich nach Belieben zu erkunden. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass ich da Schwierigkeiten hatte. Klar, ich habe ja immer die Hauptquest verfolgt. Die ich übrigens jetzt auch beendet habe. wie war die Quest da zuletzt? 1200? Ich glaube, da war noch 2000 irgendwie sowas das letzte. Ja? Also ich habe die Hauptquest beendet.
Die Regionen West- und Nordvalencia wurden zu Chaosreich geändert. Die empfohlene Kampfkraft der Regionen wird in die bestehende Kampfkraft von Elions Reich integriert. Wenn der Segen des Lichts angewandt wird, kann durch Spuren des Kampfes Hadum Beute erhalten werden. Auch wenn die Gebiete zu Chaosregionen geändert werden, sind die Belohnungen gleichwertig mit denen aus Hadums Reich. Durch das Bezwingen von Monstern in den Regionen kann Hadum Wissen erhalten werden. Das war's ja eigentlich schon. Jetzt kommt noch Klassenänderungen, Anmerkungen der Entwickler. Interne Indikatoren haben ergeben, dass die Siegesrate des Schützen in kleinen PvP-Inhalten niedrig ist. Ja? Ist das so? Ich dachte immer, der wäre am besten PvP. Außerdem war der Anteil derer, die den Schützen wählten, der geringste unter den hochrangigen Abenteurern. Im Kampf hatte der Schütze Schwierigkeiten, auf sich nähernde Gegner zu reagieren oder die Distanz beizubehalten. Dies war die Ursache dafür, dass der Schütze seine Stärken als Fernklasse nicht zu Genüge zeigen konnte. Folglich haben wir die Schadensmenge der Haupttalente erhöht, so dass der Schütze in heftigen Kämpfen nicht den Vergleich, Folglich haben wir die Schadensmenge der Haupttalente erhöht, so dass der Schütze in heftigen Kämpfen nicht den Vergleich mit anderen Klassen scheuen muss. Außerdem wurden die Bewegungseffekte der Talente verstärkt, damit man die Distanz gegenüber näher kommenden Feinden beibehalten oder denen ausweichen kann. Okay, also man kann ja eigentlich sagen, seine Skills sind alle erhöht worden. Energiepfeil erhöht. Lichtsturm. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Bewegung angegriffen wird, wenn der Bewegungspuddern bei Talentnutzung gedrückt wird, gedrückt gehalten wird. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Unterdrückungsfeuer. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der bei Talentnutzung das Ziel angegriffen wird, das man anzieht. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Pfeilexplosion. Talente wurden erhöht. PvP und PvE. Pfeilregen. Die Talentbewegung wurde geändert. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Der Effekt Zuberüstung bei Talentnutzung wurde während des Sprungs unverwundbar. Und während des Angriffs Superrüstung geändert. Die PvE und PvP Schadensmenge des Talents wurden erhöht. Todbringerin. Anmerkung der Entwickler. Aus der Auswertung interner Indikatoren konnten wir entnehmen, dass die Todbringerin in kleinen PvP-Inhalten nur selten gewann und gegen Bosse wenig Schaden anrichtete. Aus diesem Grund stellte es sich heraus, dass diese Klasse von hochrangigen Abenteurern nur selten ausgewählt wurde.
Das Talent Urteil des Todes ist ein Haupttalent, das einen großen Teil zu dem angerichteten Schaden beiträgt und dabei dreimal Splitter der Finsternis verbraucht. Wenn man Schwierigkeiten hatte, Splitter der Finsternis zu sammeln und sein Ziel verfehlte, waren die darauffolgenden Bürden groß. Mit diesem Update wird die Nützlichkeit des Talents Urteil des Todes durch die Kombination nach Nutzung des Ausweichtalents verbessert. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass bei Nutzung des Talents Totengott die schnelle Erzeugung von Splitter der Finsternis gewährleistet ist. Bei dem Talent Klinge der Finsternis wurde der Effekt Superrüstung sowie Kette Klinge des Todes hinzugefügt und die Schadensmenge angehoben. Auch haben wir die PvP-Schadensmenge des Talents Kardians Albtraum erhöht und die Abhängigkeit der Schadensmenge von dem Talent Urteil des Todes auf andere Talente verteilt, wodurch Angriffe mit verschiedenen Mustern ermöglicht werden. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Nutzung des Ausweichstalents ein natürlicher Übergang zum Talent Urteil des Todes erfolgt, Klinge der Finsternis. Der Effekt bei Talentnutzung zur Berüstung in der Arena Effekt nicht angewandt wurde hinzugefügt. Der Effekt bei erfolgreichem Schlag Niederschlag wurde hinzugefügt. Verstärkung erhöht Schlaganzahl wurde in das Talent Kette Klinge des Todes geändert. Kette Klinge des Todes gleicher Schaden wie Klinge der Finsternis angewandt. Maximal 8 Schläge. Bei Talentnutzung zur Berüstung in der Arena Effekt nicht angewandt. Bei erfolgreichem Schlag Niederschlag. Kardians Albtraum. Die PvP-Schadensmenge des Talents wurde erhöht. Nicht so knapp. Totengott. Der Effekt erzeugt bei Talentnutzung 5-mal Splitter der Finsternis wurde hinzugefügt. Anmerkung der Entwickler: Die internen Indikatoren der Mystik und des Kampfgottes offenbarten zwar eine hohe Siegesrate bei kleinen PvP-Inhalten, jedoch wiesen sie Schwächen beim RVR und im großen Kampf auf. Nach Nutzung von Kniehammer können diese Klassen die Bewegung des Gegners beobachten und den Effekt der Superrüstung beibehalten oder direkt in den Angriff übergehen. Es ist für sie zwar leicht, auf jeweilige Umstände zu reagieren, aber die übrige Abklingzeit fällt mit 5 Sekunden etwas kürzer aus. Aber wenn die anderen Superrüstungseffekte richtig genutzt werden, entstehen fast keine Nachteile, weswegen es ein Talent mit äußerst starken Seiten ist. Damit einhergehend wurde die mögliche Dauer des Zusatzangriffes nach Nutzung von Kniehammer angepasst und das Risiko erhöht. Für den RVR-Kampf wurde die Schadensmenge und die Mobilität verstärkt, die sie dort zeigten. Der Effekt zur Steigerung der Schadensmenge des Dauertalents Beharrlichkeit wurde erhöht, wodurch die Angriffskraft im Allgemeinen zunimmt. Zuletzt haben wir Verbesserungen vorgenommen, mit denen nach Nutzung bestimmter Talente ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Mystik. Überwältigung. Die Abklingzeit für erneute Nutzung des Talents wurde um 1 Sekunde erhöht. Beim letzten Angriff wurde einmal Schlag hinzugefügt. Die Werte der Talentschadensmenge wurde geändert. PvE und im PvP. Also statt 4 jetzt 5-mal Schlag. In beide. Kniehammer. Die mögliche Dauer des Zusatzangriffes nach Talentnutzung wurde reduziert.
Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Spiraltorpedo. Der Effekt bei Talentnutzung, Superrüstung in der Arena-Effekt nicht angewandt, wurde hinzugefügt. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Drachentritt. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Also wie beim Schütze vorher, gell? Das gleiche. Sprintbewegung. Der Effekt zur Steigerung, Beharrlichkeit, der Effekt zur Steigerung der Schadensmenge wurde erhöht. Kampfgott, Kniehammer. Nach Talentnutzung wurde die mögliche Zeit für den Zusatzangriff reduziert. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Spiralkanone. Der Effekt bei Talentnutzung, Superrüstung in der Arena-Effekt nicht angewandt, wurde hinzugefügt. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Tornado-Tritt. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Beharrlichkeit. Der Effekt zur Steigerung der Schadensmenge wurde erhöht. Von 35% auf 40%. Eclipse. Anmerkung der Entwickler. Aufgrund der internen Indikatoren konnten wir feststellen, dass Eclipse die höchste Siegesrate bei den kleinen PvP-Inhalten zeigte. Durch das Talent Königliche Fechtkunst Finte kann man die reduzierte Abklingzeit für erneute Talentnutzung bei erfolgreichen Treffer verwenden. Außerdem kann das Talent bis zu dreimal aufeinanderfolgend genutzt werden, um in kurzer Zeit Schaden zuzufügen. Darüber hinaus reduziert sich die Abklingzeit für die erneute Nutzung von Eintritt in den Orbit, wenn man mit dem Effekt von Kette Durchbruch erfolgreich einen Treffer erzielen konnte. Dadurch war es auch praktisch, Superrüstung beizubehalten, während man in kontinuierliche Angriffe, wenn man kontinuierlich Angriffe ausführte. Mit diesem Update haben wir versucht, die oben erwähnten Änderungen vorzunehmen und dabei die Angriffs- sowie Überlebensfähigkeit der Eclipse nicht zu schwächen. Zuerst haben wir beim erfolgreichen Treffer von Königliche Fechtkunst Finde die Abklingzeit reduziert, damit die Eclipse nicht auf einmal großen Schaden zufügt. Dabei wollten wir den typischen Kampfstil der Eclipse nicht beseitigen, indem wir die grundlegende Abklingzeit reduzieren. Jedoch muss man bei der Nutzung des Talents vorsichtig sein, weil der Effekt für reduzierte Abklingzeit des Talents Eintritt in den Orbit entfernt wurde. Daraufhin haben wir den Effekt bei Talentnutzung Greifen nicht verfügbar hinzugefügt und die Dauer des Ausweichseffekts von Dauertalent verlängert, damit die Eclipse nicht wehrlos von den feindlichen Angriffen gefährdet wird. Königliche Fechtkunst Flash, also ich dachte jetzt das Finte. Aber haben Sie jetzt nicht nur von Finte gesprochen? Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach dem ersten Treffer ein natürlicher Übergang zu Königliche Fechtkunst Finte erfolgt. Das Angriffstempo des Talents wurde erhöht. Königliche Fechtkunst Finte. Die Abklingzeit für erneute Nutzung des Talents wurde um eine Sekunde reduziert. Bei
Beim erfolgreichen Treffer wurde die Abklingzeit auf 1,5 Sekunden reduziert. Eintritt in den Orbit. Beim erfolgreichen Treffer von Kette Durchbruch wurde die reduzierte Abklingzeit für erneute Nutzung des Talents Eintritt in den Orbit entfernt. Der Effekt während des Sprungs Greifen nicht möglich wurde den Effekt bei Talentnutzung Greifen nicht verfügbar geändert. Kette Durchbruch. Der Effekt bei Talentnutzung Greifen nicht verfügbar wurde hinzugefügt. Ursprung des Sterns. Bei Atem des Sterns wurde die Dauer des Effekts bei der Aktivierung des nächsten Talents Ausweichen angewandt erhöht. Rabenfeder. Anmerkung der Entwickler. Die Rabenfeder verzeichnet bei den kleinen PvP-Inhalten eine hohe Siegesrate. Die Dauerhaftigkeit von Superrüstung ist im Vergleich zu anderen Klassen sehr hoch, weshalb die Feinde von Rabenfeder, die auf Stabilität beruht, Schwierigkeiten hatten, gegen sie zu kämpfen. Deshalb haben wir die Superrüstung von dem Talent Krähenherz Splitter entfernt. Und damit deren Dauerhaftigkeit angepasst. Jedoch wurde die Effizienz bei den RVR-Inhalten verstärkt, indem die Verbrauchsmenge von Splitter der Finsternis um 1 reduziert wird. Trotz der Änderung kann die Klasse immer noch wichtige Bewegungstalente bei den 1 gegen 1 Kampfinhalten nutzen. Krähenherz Splitter. Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der die Effekte während der Angriffsvorbereitung unverwundbar sowie beim Angriff Superrüstung nicht in der Arena angewandt werden. Die Verbrauchsmenge von Splitter der Finsternis wurde um 1 reduziert. Krähenfeuer. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der nach Talentnutzung ein natürlicher Übergang zur Sprintbewegung erfolgt. Paladin. Anmerkung der Entwickler. Als wir die internen Indikatoren nach dem letzten Update analysiert haben, wies die Paladin bei den kleinen PvP-Inhalten eine hohe Siegesrate auf. Diese Klasse wurde so konzipiert, dass sie sich mit dem Versiegelungseffekt des Tower-Talents verstärkt der heiligen Kraft gegen die Angriffe der Feinde wehren konnte. Jedoch wurde die Überlebensfähigkeit anders als gedacht noch stärker, indem wir den Effekt für Lebenspunkte, Regeneration des Talents Heiliges Licht verbessert haben. Aus diesem Grund war der Kampf nachteilig für die Feinde von Paladin, wenn sie während der langen Kampfzeit die Paladin nicht schnell bezwungen haben. Die Vermutung liegt auch nahe, dass diese Klasse aufgrund des großen Lebenspunkteunterschieds die Oberhand im Kampf gewinnen kann. Das ist der Grund, warum wir eine Änderung vorgenommen haben, mit der der Effekt für Lebenspunkte-Regeneration von Paladin nicht angewandt wird. Weil ich jetzt gerade nachgedacht war, vor ein paar Monaten nicht auch so ein Patch, wo die Paladin verstärkt wurde. Ich meine mich da irgendwie was zu erinnern, dass sie schwach war und dass sie da das verstärkt haben. Genau was weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, ich könnte mich daran erinnern, dass da was war. Verstärkung der heiligen Kraft. Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der der Effekt Lebenspunkte Regeneration, also heilen, des Dauertalents nicht in der Arena angewandt wird. Sura. Die Beschreibung zum letzten Schlagschaden des Talents Schattenhieb wurde in beim erfolgreichen Treffer gleich auf Folgeschaden wie Schlagschaden von Schattenhieb angewandt geändert. Die Beschreibung zum letzten Schlagschaden des Talents Kette Schallexplosion von drastische Maßnahme wurde in beim erfolgreichen Treffer
Gleicher Folgeschaden wie Schlagschaden von drastischer Maßnahme angewandt, geändert. Erzmagerin. Erzmagerin. Die Erzmagierin. Erzmagier. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der man an der Stelle, an der die Talente Meteorschauer, Frostsäulen und Entzünden aktiviert wurden, die Feinde angreifen kann, wenn man durch die Aktivierung von Rune der Flamme sowie Rune des Frosts zusätzlich das Talent verwendet hat. Legadus. Die Bewegung zur Vorbereitung im Paktfenster wurde geändert. Schattenkind. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Talente Wiedervernichtung und Vollstreckung nach der Nutzung des Talents Luftangriff nicht verwendet werden konnten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kette Schicksalsschnitt von Rat des Schicksals beim ersten Schlag mehr Schaden als angegeben zufügen konnte. Mehr Schaden als angegeben? Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Talent Groll des Schwarzgeists Absorption gelegentlich zusammen verwendet wurde, wenn der Talent Pudern für Groll des Schwarzgeists gedrückt wurde. Hinweise: Objekt. Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der das Objekt schwelende Wurzel auf dem Markt registriert werden kann. Aha. Ein Puddon wurde im Fenster zur Objektinfo von Eintrittsticket für verfluchte Pirateninsel zugefügt, mit dem man zu Portal Expedition verfluchte Pirateninsel gelangen kann. Ja, das will ich sehen. Ja. Gut. Das ist nice. Ein Puddon wurde im Fenster zur Objektinfo von verwickelter Zeit hinzugefügt, mit dem man zur Portalexpedition vorzeitlicher Ruine gelangen kann. Also da auch. War das aber nicht schon vorher? Okay. Muss ich mir merken, da brauchst du hier nicht immer irgendwie. Ah ja, gut. UI. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der der angelegte Kristall, die eingeprägte Erinnerung sowie das kombinierte Totem beim Charakterwechseln Vorschau der Ausrüstung im Ausrüstungsslot angezeigt werden. Also damit ist hier gemeint. Aber war das vorher nicht schon? Ich meine, ich hätte noch der letzte, hätte ich das angeguckt, wegen Kristalle.
Gut, Erinnerungen und so weiter, das haben sie jetzt nicht. Und, oh ja, ja, das will ich ja auch demnächst noch. Da fehlt noch ein Totem. Zwei fehlen noch. Das muss ich auch noch machen. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Informationen zur Region für den Fischfang sowie sichere Zonen in den jeweiligen Dörfern auf der Welt sowie Minikarte überprüft werden können. Also Fischfang, da habe ich irgendwie, da habe ich immer so umgeschaltet da. Also es wird ja hier angezeigt, wo man halt immer gerade ist oder so. Ist das damit gemeint? Safe Zone? Ah, das wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, das war vorher nicht da. Das da. Die meinen das damit. Quest. Ah, nee, warte mal. Der Animationseffekt wurde vereinfacht, wenn mehr als zwei Kisten in meinem Inventar geöffnet werden. Der Animationseffekt wurde vereinfacht, wenn mehr als zwei Kisten in meinem. Okay, also beim Kisten öffnen wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schneller. Vereinfacht, schneller also. Quest. Es wurde eine Verbesserung vorgenommen, mit der die Autoquest gestoppt wird, wenn man währenddessen eine Familienquest annimmt. Ja, das ist gut. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass wenn ich Twinks erstellt habe und war beim Autoquesten, Main Story, und wollte irgendwie nur kurz irgendwie was. Das wurde nicht, also die Autoquest, die wird nicht unterbrochen, die wird nicht gestoppt. Aber jetzt wahrscheinlich schon. So, Hintergrund. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Himmel in einigen Teilen von Weg des Ruhms hell war. Da habe ich nicht geguckt. Atumach. Es wurde eine Änderung vorgenommen, mit der der Greif nicht mehr umherfliegt, sondern im Himmel verharrt und hinunterkommt. Also er bleibt jetzt im Himmel stehen wie so ein Hubschrauber und dann kommt er runter. Der fliegt jetzt nicht mehr so rum. Ui, es wurde ein Problem behoben, bei dem unter bestimmten Umständen leere Stellen angezeigt wurden, wenn man das Widget für Beschwörung der Waffen oder Gildentalent im Belagerungs- und Postenkrieg öffnete. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ladefenster unnatürlich erweitert wurde, wenn man die Atomach-Schlacht betrat. Es wurde ein Problem behoben, bei dem bereits erhaltenes Wissen unter Wissen hatte und nicht erhalten angezeigt wurde. Also das hatte ich auch nicht.
Das kam bei mir nicht vor. Es wurde ein Problem behoben, bei dem in der Nachricht, die bei der Erhöhung der Hartum-Wissensstufe angezeigt wird, die Werte des Aliens Wissen angezeigt wurden. Das hatte ich auch nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich die Nachricht für Schwarzsonne Belohnung nicht angezeigt wurde. Das hatte ich auch noch nie. System, es wurde ein Problem behoben, bei dem das Pferd... Ja. Hab ich da nicht immer gemotzt? Hab ich da drüber nicht immer gemotzt? Willst zum Kahn und was macht ihr? Die ruft das Pferd. Am Samstag habe ich dran gedacht und ich bin gleich zum Dings gelaufen. Also ich habe nicht drauf geklickt, sondern ich bin zum Altar bin ich erst gelaufen und dann habe ich Kran gedrückt. Der hat zwar auch das Pferd gerufen am Samstag, aber weil es ja gleich im Altar stand, hat gepordet, bevor das Pferd da war. Die ist gleich gepordet, war gleich auf dem Schiff. Also ich habe am Samstag gleich auf Altar gedrückt, weil ich wusste, wenn ich hier auf Kahn drücke, teilnehmen, dass er dann das Pferd ruft. Und jetzt haben sie es geändert, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Mal aufpassen am Samstag. So, es wurde ein Problem behoben, bei dem der eingestellte Autokampf deaktiviert wurde, wenn man Besteigen der Havachatomani getötet und anschließend wiederbelebt wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der eingestellte Autokampf deaktiviert wurde, wenn man beim Besteigen der Havachatomani getötet und anschließend wiederbelebt wurde. Woher kommt denn eigentlich der Name? Bacha. Nur mal so aus Neugier gebe ich jetzt. Okay. Das war eine Schwarzpulverwaffe, die im 15. Jahrhundert in Korea entwickelt und auch dort angesetzt wurde. Also die hat man in Korea so, Kanone, die hat man eigentlich in Korea dann so genannt, gell? Antiperson und Schwarzpulverwaffe. Antipersonen. Die wird auch anders geschrieben. Hurra. Heute erscheinen Havas in koreanischen Museen, Nationalparks und in der Populärkultur. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, dass man in so einem Game, also dass die Koreaner immer Game Kultur beibehalten. Da gibt's auch was, Walking Dead Staffel 11. Was ist eine Wracha? Episode 8. Popes Soldaten stellen in The Walking Dead Staffel 11 Episode 8 ihre Geheimwaffe vor, eine sogenannte Wracha. Doch was hat es damit auf sich und ist sie wirklich so gefährlich? Also Walking Dead,
Mochte ich ja auch, aber seit der Rick irgendwie weg war, ich weiß ja nicht, was Dings, aber da hat mir das nicht mehr so gefallen. Da habe ich dann nicht mehr so. Das fand ich irgendwie, oder kommt er eigentlich wieder? Oder ich weiß jetzt nicht, ich habe es irgendwie nicht mal weiter so richtig angeguckt. Keine Ahnung. Ja, und dann Negan und Maggie, habe ich auch irgendwie gedacht, so, was ist denn da los? Die hat doch, oder er hat doch ihr Mann getötet. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal so, ist das jetzt ihr neuer Freund oder was? Glenn, gell? Glenn ist er ja. Okay, jetzt wissen wir, was eine Wacha ist. Wacha. Also bei dem der eingestellte Autokampf deaktiviert wurde, wenn man bei Besteigen der Wache getötet und anschließend wiederbelebt wurde. Keine Ahnung, ist mir nicht passiert. Ich meine jetzt also, das ist ja beim Kahn. Werde ich angegriffen, höre ich auf und tja. Also ich höre da auf an der Kanone und kämpfe gegen den, der mich, also den, wo angreift. Wie heißen die? Plotti, gell? Plotti, da die komischen Dinger. So, neue Events. Habe ich schon gesehen. Bingo. Naruto Shenz habe ich auch geholt. Habe ich schon geholt. Weil eventuell, ja. Also ich musste zweimal hingucken. Weil event. War das nicht da? Nee. Hä? Da. Also ich habe geguckt, habe ich gedacht, das kann ja irgendwie nur ein Fehler sein von denen. Oder? Also, man votet ja, also wählen. Also die Spiele, wo die meisten auswählen, Engel oder Teufel. Da gibt es dann die Kiste als Belohnung. Und wenn man die vom Teufel anguckt, da gibt es also die Steine, Alchemiesteine mal 5, Kafras Staub 50.000 und beim Engel gibt es 50 und 500.000. Da habe ich zweimal hingucken müssen. Hä? Hä? Was ist denn das für eine Wahl? Was ist das für eine Wahl? Man hat doch da gar keine Wahl. Also, weil ich das wählt, da muss ja. Oder? Und da gibt es 150 und da gibt es 30. Gut, da gibt es zwar ein bisschen mehr, aber du musst ja das Endprodukt angucken. Das ist ja. Da dachte ich, es ist doch bestimmt ein Fehler von denen, oder? Ich weiß auch nicht. Da ist Bingo. Prime haben wir geholt. Bingo, dann das habe ich auch schon geholt. Das haben wir auch gemacht. Das war ja schon vorher von hier ab. Da muss ich noch. Okay. Bingo ist nett. Was gibt's da? Achso, das ist wieder die. Okay. Das sind wieder die Schmuck.
Eventschmuck ist das wieder. So, beendete Glücksrad. Wachstumshilfe, tägliche Missionen, Snack-Auswahlkiste, Schwarzgeist, Missionspass. Das haben wir ja beendet. Neue Objekte, Glücksladen des Ruhms. Die Wahrscheinlichkeit des Glücksladens des Ruhms findet ihr hier. Die Wahrscheinlichkeit. Glücksladenpaket. Goldmünzenbox. Okay, das ist wieder das, war das da? Wahrscheinlichkeit des Glückladens, Glückladen. Glücksladen? Ist das da gemeint, so neue Inhalte? Ja, das ist gemeint. Also irgendwie bin ich gerade nur noch am Suchen, seit die das geändert haben. Wo ist denn jetzt eigentlich wieder der Silbershop? Jetzt hat es gerade hier. Ah. Weil Silbershop und Schwarzperlenshop, das war im selben Panel, jetzt aber nicht mehr. Schwarzperlen ist jetzt hier Select Shop. Gut, das war's. Also das mit dem Kahn. Bis das Pferd ruft. Sehr gut. Das da, gell? Ein Hindernis weniger. Gut, dann kann ich auch mal gleich zum Bus. Einmal tot, bitte. Thank you.
Na, wer faulenzt denn da wieder? Zum Reintun. Haben wir nix. Nix mehr. Ja. Gleich noch mal rein. Ja, damit die Irene das, weil ich die ja nochmal zum Sammeln geschickt habe, dass die Irene das Restliche sammelt, erntet und wieder einsät, frisch. So, ich wollte Ruhm, wollte ich machen. Kann man gleich so stehen lassen, ne? Also letztes Mal so ein Boss oder was, der stand ja auch irgendwie hier, der läuft ja auch manchmal hier rum, gell? Der kam aber dann wieder zurück. Wie der da reinrennt. Einmal Bomben. Überhaupt was abgekriegt? Was ist das hier? Keiner? Also verfügbare Belohnungen, keine. Ah, jetzt. Ah, man erstmal hier. Die andere dann nächstes Mal. Kommt die gleiche? Ah, ne. Ach, bin ich deppert oder was?
so, ja, der stimmt ja. Stimmt. Also nicht die Totem angreifen, sondern ihn. Ich habe ja letztes Mal, habe ich die Totem da angegriffen, aber am besten ist ihn. Dann verschwinden auch die Totems. Ach, was mache ich denn? Sag mal, habe ich den Geist nicht verpasst? Also hier ist keiner. Geht gar nicht bis weit vor. Hey. Jetzt ist eine hier. Da, jetzt ist er da unten. Da vielleicht Fernkampf am Tor, am besten. Geht ihr wieder vor? Schmeiße Bombe.
Kriegt man eine nicht immer auch von hier? Doch? Also, okay, fünfmal. Zweimal hier noch. Okay. Bum, 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 bum. Den brauchen wir nicht. Dann auch nicht. Der Rest machen wir auf. So. Den nicht, die nicht. Ging jetzt das Öffnen schneller? Ja, gell? Das ist doch jetzt vereinfacht haben. Also, ich meine schon, dass schneller ging. Was haben wir hier? Oh, dreimal. Dreimal Attack. Dreimal Attack.
Ach. Achso, Freitag war ja das Fragen. Da war ja auch Alustin. Sie ist die Tochter von Alustin. Ist sie die Tochter von Alustin? Ich glaube, zwei hatte ich falsch. Das war erstens einmal wegen Waffe. Von dem. War das jetzt Seher oder Legatus? Die Waffe? Das wusste ich jetzt. Der Kibeleus. Und das andere weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, zwei hatte ich falsch. Und ein Wochenende. Ich habe 7 gekriegt. Letztes Wochenende. Ich sammle die ja nicht mehr so viel Totems. Und habe das nur mit ein paar hundert einfach laufen lassen. Und als ich dann Tablet war das. Und als ich dann zurückkam, stand das 7. Gar nicht erwartet damit. Gar nicht. Da geht's einfach so, wenn man es nicht erwartet. Jetzt probiere ich dann halt 8 mit dem. Ich sammle nicht mehr so viele.
So. Das war's dann mal für heute. Den Patch. Ich sag dann mal Tschüss. Wünsche einen schönen Abend, schöne Restwoche, angenehme Restwoche. Ist ja morgen schon wieder Mitte der Woche. Bald rum. So, wünsche euch schönen Abend und später gute Nacht. Ah ja, und ich möchte mich für den Follow bedanken bei die Duff Beck. Dankeschön. Spasibo. Und Spoggy. Nachti. Bleibt gesund, bleibt fit, anständig. Vielleicht bis Samstag, Dienstag auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und ciao.